Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu MechWarrior 5 Mercenaries, zu Deutsch Söldner. Und ja, nicht wundern, der hat eine andere Farbe. Der hat die Standardfarbe. Das ist richtig. Natürlich hat er einen Arm verloren, denn die letzte Mission hatte ich nämlich mit dem Centurion gespielt. Ich habe nämlich nochmal komplett. Achso, beauftragt hatte ich es schon. Ich habe nämlich nochmal komplett von vorne angefangen. Weil ich glaube, das Spiel hat gar nicht vorgesehen, dass ich da irgendwie vom Centurion. Ich habe, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge quasi schon seinen Arm getauscht. Und wird nicht aufmunitioniert. Oder wurde nicht aufmunitioniert. Da ich auch mir nicht anders behelfen konnte, dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Ist ja Wochenende, fängst nochmal von vorne an. Den habe ich nochmal gleich bemalt. Bei dem war ich mir jetzt nicht mehr sicher, was ich da gemacht habe. War mir auch, die Lackierung war mir auch erstmal scheißegal. Ich wollte erstmal wieder weiterkommen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir mit Rihanna gesprochen haben. Wenn nicht, sprechen wir normal mit ihr. Ist ja eine hübsche Person. Mit solchen Leuten kann man ja häufiger sprechen. Ne, Kleine? Hi, Commander. Thanks to your efforts, the mining company have kept their word and booked us transport on a jump ship. Spears has also obtained a new mercenary ID number. Das hat's uns schon mal erzählt. All we need to do now is choose a new name for our merc outfits and we're good to go. Ach ja, ja, ja. I'll leave that up to you. Will do. Stimmt, da war ja was. Wir sollen ja jetzt quasi unseren Söldnerclub benennen. Scheiße, jetzt habe ich mir keinen Namen ausgedacht. Fuck, ey. Was hatten wir denn damals? Black Horse, ne? Oh, zack. So, sprich mit Rihanna. Ne, wir warten erstmal. Können wir nicht warten? Dann sprechen wir mit ihr nochmal. Okay, Commander. Everything is set for our departure. The transport contract with the mining company is a false flag Spears and I set up with their cooperation. The mining company has legally hired us to transport cargo for them. But in reality, there is no cargo. Just a destination and some very convincing paperwork. So, where are we headed? We've been asked by Spears to help him out of a jam. I think we owe him. I agree. What's he need us to do? Spears works for Interstellar Expeditions. One of the largest archaeological collectives in the Inner Sphere. They do archaeological digs and conduct research into abandoned Star League era facilities in the pursuit of lost technology from before the Succession Wars. One of the expedition's dig sites has come under attack. A rogue mercenary group is intent on pillaging a Star League supply depot that IE uncovered on Brooklyn Prime. We're going in to help protect the site. Spears will provide more detailed information on what exactly we're facing once we arrive. For now, I've uploaded the coordinates into the nav system. Before we can launch, you need to sign off on the op and get us to the system. Roger that. Stimmt, das war ja das Ding, was uns gleich irgendwie von A nach B transportiert. Wir warten noch mal ganz kurz. Warten. So. Dann springen wir mit dem Teil. Dann verhandeln wir erstmal wieder. Zwei Punkte nur. Ich bleib bei Schrottteilen. Wir nehmen mal mehr Credits oder nehmen wir mehr Schadensabdeckung? Nehmen wir Schadensabdeckung. Mein Schiff, mein Ding geht da bestimmt schnell kaputt. Wir nehmen den Centurio, genau. Weil jetzt stört mich jetzt, wo ich weiß, dass er eigentlich die falsche Lackierung hat. Ach komm, starten wir mal. Lackierung machen wir später.
In der letzten Mission, die ich mit den letztes Mal mit den Jelven gespielt habe, die habe ich das nochmal mit dem Centurion gespielt. Und ich hatte mit dem gegen den Spider, mit dem Centurio, größere Probleme als mit dem Jelven. Mit dem Jelven habe ich das ja irgendwie noch gepackt alles, aber mit dem Centurio bin ich wirklich zweimal gestorben. Dicker gepanzert, bessere Waffen. Ich habe diese Spinne nicht weggekriegt. Die kam auch immer nah ran, hat mich umkreist. Ich konnte nicht auf Distanz gehen. Das war echt ätzend. Eine Spinne muss ich jetzt nicht nochmal gegen kämpfen. Ja, und sein Arm, sein Schutzarm ist doch gar nicht so blöd. Den haben sie mir auch, den habe ich mich auch mal so hingestellt, dass sie quasi auf den Arm schießen. Denn natürlich war der irgendwann weg, aber die Waffe hat länger überlebt. Also der Centurio finde ich gar nicht schlecht, wobei ich hätte gerne so eine Kombi. Schutzarm und ein bisschen Waffe, aber naja. Ich mag diese Cockpit-Ansicht, ne? Aber für das Spiel ist sie nichts irgendwie. Ich finde es nicht gut. Weil ich nicht weiß, wie mein Ding steht. I'm picking up one friendly, just ahead of your current position. Unidentified enemy units engaging. Copy that. Ziel? Was ist das? Ah, Panzer, okay. Lebt er noch? Auf Distanz bin ich wohl nicht so der Burner. Hey, 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 mein Freund. Bin ich schon gelb? Passt mir ja gar nicht. Auftreten, damit sie ja tot sind. Scheint aber wirklich eine gefährliche Ausgrabung zu sein. Another friendly under attack, Commander. Straight ahead. You made it. Thank God. Pick a target and have at them. I could use the help. Okay, welchen geht's weiter? Unsere Autocannon, die kann aber ein bisschen weiter schießen, ne? Oder? Ne, die Le... Warte mal. Alles 400... Ah, die Laser können ein bisschen weiter. Ich glaube, ich habe gar nichts getroffen. Dann kommen wir, gehen wir ein bisschen näher ran. Das war ein guter Treffer. Target acquired. Hm, zerstört. Na komm, fahr vor, fahr zurück, mach was. Target destroyed. Target acquired. Los, schieß! Target acquired. Jetzt von hier oben eigentlich ganz gut. Halt. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Wow, warte mal ganz kurz. Was hat man auf mich geschossen gerade? Ne, hier ist doch einer. Direkt neben mir. Ich hab's nicht mitgekriegt. Da muss mir der Kollege hier helfen. Und jetzt auch hinter mir.
destroyed. Target destroyed. Hat er gemacht. Der ist viel besser als ich. Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. Raketen. Doch nicht. New target acquired. Target. It's a hell of a lot easier clearing these bastards out with some help, Commander. Spears send you? Oh yeah, he's Freeman. Yeah, said you guys needed some reinforcements. That's an understatement. My entire lance was wiped out. They came down on us like a ton of bricks, out of nowhere, wave after wave. Been holding them off as best I can, but I don't think I could have held out much longer. Well, we're here now, and we've got your back. I appreciate that. Seriously. Can't tell you how good it is to see some friendly faces. We still need to protect this site. Copy that, but they'll be coming back soon enough. Like I said, they attack in waves, and they haven't shown any signs of letting up. I saw some defensive turrets. Those should help. Yeah, IE set them up when they started digging. There's a turret generator close by, up on the hill. It cycled off after the third or fourth wave hit us. It's still off at the moment. You want to try cycling it back on? I'll watch your six. Sure thing. Okay, wir geben ihnen Rückendeckung. Hostile contacts, inbound. Wo? Looks like a mix of airborne and enemy armor, Commander. Ach, ich soll ihn aktivieren. Ich dachte, er soll ihn aktivieren. Da haben ja alle ihre Autos noch geparkt. Ja? Fuck. Target acquired. Turrets are now online and active, Commander. Destroy. Hinter mir? Weiß manchmal nicht, von wo ich angegriffen werde. Gehen wir mal runter zu unserem Kumpel. New target acquired. Target destroyed. Oh, hab den anderen erwischt. Wollte nicht den erwischen, aber. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Target acquired. Den kriegen wir auch noch, den kriegen wir auch noch. Arschloch, Alter! Das wäre ein Sack. First, you need to cycle on the second turret generator. Okay, I'm on it. Multiple hostiles converging on your location, Commander. I'm picking up 10, 12 bogeys this time. I told you, these guys never quit. Ach du Scheiße. Ach, da müssen wir auch hin. Ist optional, aber ich denke, wir machen das einfach mal. Target acquired. Scheiße, bin direkt über ihm. Unter ihm war ich.
Ah, mein Kumpel ist schon besser als ich. Der hilft uns echt. Aber wir haben noch 27%. Das sieht echt schlecht aus, ganz ehrlich. Los, geht doch mal kaputt da. Target destroyed. Na, jetzt kommt dann die nächsten. Also ein Ziel mangelt's nicht. So, der war gut. Destroyed. So, nächster. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Boah, da sind immer noch welche, verdammt. Approaching, Commander. Looks like they're bringing in the heavy guns. Ach, das ist gar nicht gut. Target acquired. Scheiße. Oh, ein Volltreffer. The bigger they are, the harder they fall. Let's go get them. Oh, 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 oh. Muss mein Kumpel helfen? Ups, ich glaube, ich habe meinen Kumpel getroffen. Scheiße. Oh, oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Yo. Target acquired. Keep critical. Zeig mir deinen Rücken, Baby. Komm mal, ein Headshot. Oh, 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 oh. Ja, ich warte ja schon. Auspusten.
That's the last of them. Oh. Hell of a job. Spears will be impressed, as he should be. A new Merc outfit is already on its way to secure the site. Hang tight for now. I'm coming to pick you up. Copy that. Hey, Commander. Just wanted to say thanks for the rescue. Things were getting pretty grim before you showed up. I lost some good friends today. Good pilots. I don't think I could have held out much longer myself if you hadn't dropped in. I appreciate it. I'm glad we were able to help. Just wish we'd gotten here sooner. Me too. You know, we could always use another pilot. One with your skills, he'd come in awful handy. What do you think? After today? Hell, it'd be an honor to serve with you, Commander. Na, super. Then consider it done. Welcome aboard. Hast auch gute Arbeit gemacht. Except der war besser als ich. Ich habe versucht, mir aus der Distanz zu machen, hat aber nicht so gut funktioniert. Ja, gegen andere Mechs zu kämpfen ist irgendwie interessanter als gegen Panzer, aber... Hab ja auch ganz schön eine reingekriegt. Wenn mein Kumpel da nicht gewesen wäre... Oh, wir sind jetzt fremd. Dein Ruf durch die innere Speere wächst möglich. Mögliche Auftraggeber fordern deine Dienste an und neue... Beschäftigungsmöglichkeiten sind auf der Sternkarte verfügbar geworden. Das ist ein Jenner, den er hat. Cool. Ja, die feindlichen Söldner mögen uns wahrscheinlich nicht. Den nehmen wir mal mit, alles was ein bisschen Geld kostet. Vielleicht kann man es ja später wieder verkaufen. Oh, Lasermunition. Nehmen wir auch mal mit. Angeblich soll man das ja kostenlos bekommen, aber naja. Erlittene Schaden 74.000, Auszahlung 74.000. Okay, ich hatte bis 250.000 oder 200.000 abgedeckt. Das sollte ja trotzdem ein richtiges Plusgeschäft werden, ne? Na gut, wir sind ja wahrscheinlich noch am Arsch der Welt und müssen noch draufzahlen. Unsere Fähigkeiten. Mensch, Mensch, Mensch. So. Bild sieht ja echt scheiße aus. Major Werner Campbell, was für ein Kampf, Commander. Und ich sehe, dass du es auch geschafft hast, uns einen neuen Piloten zu holen. Gute Arbeit, ein weiterer Pilot an Bord wird uns sicher weiterhelfen. Er ist momentan etwas erschöpft, aber das ist nicht wunderlich. Besonders wenn man bedenkt, dass er, was er durchgemacht hat. Mach dir keine Sorgen, ich werde dafür sorgen, dass er sich einlebt. Die Ausgrabungsstätte ist jetzt gesichert und die neu ankommenden Verstärkungen sollten den andauernden Schutz sicherstellen. Komm zu mir auf die Brücke, wenn du eine Chance zum Auffrischen hattest. Wir müssen über die Zukunft reden. Die Situation ist prekär, Commander. Die Söldnergruppe des Spears, die Spears angeheuert hat, um die Ausgrabungsstätte zu schützen, hat schwere Verluste erlitten und hält nicht mehr lange durch. Du musst darunter die Oberfläche, hä? Haben wir doch gemacht. Das ist jetzt nochmal die Information von der Mission. Du warst von blöd. Freeman! So. Quatsch mich ja nicht an. Haben wir nicht einen Arm verloren? Also erstmal müssen wir den nochmal lackieren. Das ist ganz wichtig. Dumme ist, er ist ja kaputt. Da sieht man das immer so scheiße. Na gut, reparieren wir ihn erstmal. Ja, bestätigen, wir verwerfen das. Reparieren.
Der ist aber heile. Ich finde den Mac irgendwie komisch. Also es ist, sein Kopf ist dann hier. Ist der dadurch dicker gepanzert oder trifft man ihn schwerer? Sieht so komisch aus. Was hat denn der so an Waffen? Ach, der hat nur Laser, ja. 4 Laser quasi. Können wir den irgendwie umrüsten? Wir können ihn noch schwerer machen. Aber das lassen wir mal lieber. Der hat Panzerung 128. Der hat bessere Panzerung als der. Feuerkraft fast 30. Der hat Feuerkraft 20. Dicker gepanzert, aber weniger Feuerkraft. Dafür ist der, hat er weniger Geschwindigkeit. Sprunghöhe 58 Meter. Naja. Der macht mehr Bums. Dann lassen wir den noch erstmal dran. Ah, da steht er auch gleich. Also ich weiß nicht, ich finde, der sieht ein bisschen komisch aus. Aber es ist ja alles immer Geschmackssache, ne? Gut, ich würde sagen, wir erfrischen uns auch erstmal. Weil, wenn wir mit der gesprochen haben, mit der Rihanna, wird es wahrscheinlich auch gleich eine neue Mission geben. Und ja, wenn die Folgen so 30, 45 Minuten gehen, bin ich damit ganz zufrieden. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.